Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Leguan Legacy. Wir haben hier letztens Phineas, einen der legendären 5, besiegt und ich hatte mir ja mal als Ziel gesetzt, dass wir die dieses Jahr auch abschließen. Deswegen, ich glaube, Vestigial Landing, da gab es dann den Punkt, wo wir wieder weiterreisen konnten. Ich würde jetzt gerne mal den in der Rahas Desert versuchen. Und dann haben wir noch einen in der Dunabad Cave. Wenn das bis jetzt so läuft, wie es auch bei den letzten läuft, brauchen wir für jeden einmal so ungefähr eine Folge. Business is bad, come on in. Ja, ja. Einfach nur, damit wir direkt zum nächsten Kampf wieder die Arcanas ready haben. Ich will ja jetzt mal versuchen, mit Skatia nach Frontlinie, Aria hinten und Eris hinten, obwohl andererseits Charakter. Ja. Skatia, Physical Defense 333. Er hat 875, ne, und er nimmt schon ultra viel Schaden. Vielleicht lasse ich es doch mit Skatia sein. Und nehme Finn weiterhin vorne. Ich meine, bei ihr ist halt. Die Arcana von ihr ist besser, ne? Aber trotzdem, Finn hat mal mit Abstand die höchste Verteidigung, fällt mir mal gerade auf. Selbst Sam hat nicht so viel. Ja, dann packe ich Finn vorne rein. Formation kann man ja schon mal ändern. Wo ist er denn, der gute Finn? Ja, hier hat man es eigentlich auch schon schön als Übersicht. Physical Attack 890. Ich weiß gar nicht, warum die rot markiert sind. Ach so. Ah ja. Je nach Position erhöht sich das, ja. Physical Defense würde sich hinten natürlich nochmal erhöhen. Aber nur Leute in hinten zu stellen, ist ja auch Blödsinn. Deswegen macht Aria auch. Ja, das habe ich irgendwie auch wieder voll vergessen. Naja, wir versuchen es einfach so. Das hat im letzten Kampf auch ganz gut geklappt. Ordentlichen Strich durch die Rechnung würde mir das Ding erst machen, wenn es irgendwie immun wäre gegen Wasser. So, dann einmal nach. Oh, Tölaran. Da kamen wir, glaube ich, am einfachsten in die Raswüste. So, ach, wir hätten auch hier rasten können. Das wäre, glaube ich, billiger gewesen. Das hätte eine 100 Denar gekostet. Egal. Rahas Desert, da sind wir schon. Hoffentlich ist er einfach aufzuspüren. Nach ihm haben wir ja auch immer Schaden noch. Die Zufallsgegner würde ich gerne ignorieren. Klappt natürlich nicht so ganz. Wegen dem blöden Treibsand. Naja, aber ich glaube, da können wir einfach so draufhauen. Ich glaube, das tut sich nicht viel. Ja. Die sind ja wirklich gar keine Herausforderung. Die geben natürlich auch nur 2 Erfahrungspunkte. So, direkt weiterlaufen. Schnell hier dran vorbei. Ah, verdammt. Hoffentlich hätte er uns nicht von hinten. Nee. Komm, dann greif auch einfach so an. Irgendwer von euch wird den schon töten. Ja. Interrupted. Ah, okay, den hätte ich eigentlich mal mit Grimoires angreifen müssen. Egal. So klappt auch. Haben wir ja gerade gesehen. Schade. Perfekt kriegen wir keinem hin. Einfach nur weg mit dem Teil. Quemra. Also hier ist der nicht. Oder dieser Baum da hinten hat nichts damit zu tun. Nee. Der war, glaube ich, schon vorher da, genau. Kann das sein, dass sich das immer weiter verschnellert, wie viel Schaden man hier nimmt? Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass der in den Ruinen drin ist. Das fände ich ein bisschen unfair. Ja, wir kriegen weiterhin Schaden. Ist okay.
Ah, oder könnte der könnte auch unten drin sein, ne? Das ist natürlich auch gemein. Oh, perfekt, sehr schön. Also, wenn man sich da vom Treibsand schlucken lässt. Da müsste man mal ausprobieren. Erstmal gucke ich hier oben noch. Das sieht tatsächlich eher schlecht aus. Ich glaube wirklich, dass der unten ist. Weiterhin Schaden. Oder hier noch weiter. Das könnte natürlich auch sein. Bis jetzt sehe ich mal noch nichts. Komm, lauf, 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 lauf. Doch, da hinten nicht sehen. Da kommen die, nehmen wir noch mit. Blöde Harpien. Gedehnskreatur. Perfekt, sehr schön. Und dreimal perfekt. Ist ja zu schön, um wahr zu sein. Wir haben schon ordentlich Lebenspunkte gelassen. Ne? Das finde ich wiederum ein bisschen kacke. Finn, look, it's a sword, John King. That thing? Yes, it might seem powerful, but remember, every enemy has a weak point. Verlieren sogar Lebensenergie, wenn wir mit ihm quatschen. How do you know so much about the legendary five, Mr. Zam? They once had this crazy idea to bring these monsters to the arena. I've studied all of them to make sure I had the upper hand if I were to face them. If you're ready, we can fight it now, Finn. Let's go. Wir haben schon die Hälfte unserer Lebensenergie überhaupt verloren, bevor wir in den Kampf gehen. Ja, gar nicht mal so unrealistisch, die Schätzung. Mach direkt mal eine Arcana. Du verteidigst. Und du gibst den Leuten jetzt erstmal hier überall Meditation. Oh, das war ganz schön knapp. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Ich habe gar nicht nach Schwächen geguckt. Oh, perfekt, sehr schön. 7800. Okay, er kann alle angreifen, macht aber nicht allzu viel Schaden tatsächlich. Resist gegen Lightning und Weak gegen Fire ist er. Ah. Eigentlich wäre Finn also genau der Optimale hier. Setz mal deine Arcane ein, dann Meditation auf dich selber. Na, schauen wir mal. Ah, Mist. Das Perfekt hätte ich auch gebraucht. Sehr schön. 602 Schaden. Ist leider stark gegen Finn, ne? Drowning Barrage. Verteidigen und eine Meditation auch für Aria dann. Perfekt, sehr schön. Heißt, Finn kriegt schon mal keinen Schaden. Earth Spike, ja. Trifft er nur die zwei Frauen da hinten mit? War ganz schön ätzend. Drowning Barrage nochmal. Verteidig's. Und du machst jetzt auch nochmal den Cyclone Burst. Einfach damit wir nochmal ein bisschen Schaden machen. Zweimal perfekt, sehr schön. Ground Crusher. Okay, für Aria wird so langsam kritisch. So. Drowning Barrage. Verteidig's nochmal. Du setzt jetzt einfach mal kurz deine Arcana ein. Natürlich, jetzt haben wir keinen Perfekt. Ah, verdammt. Ja, wieder ein bisschen Schaden, ist okay. So, wer hat denn jetzt alles keine Regeneration mehr? Sie hat noch. Dann verteidige du dich mal. Eris, Moderate Meditation auf Finn. Nein, verdammt.
16, 18 Schaden auf sie. Also der ist bis jetzt gar nicht so stark. Moderate Meditation auf Aria dann jetzt mal. Die dürfte jetzt nämlich keine mehr haben. Perfekt, sehr schön. Ground Crusher, ja, ja. Block. Browning Barrage. Also weißt du, machst jetzt auch mal den Searing Slash. Einfach nur, um zu schauen, wie viel Schaden du machst. Und machst eine Meditation auf dich. Na, verdammt. Browning Barrage, sehr gut. Earth Spike auf Finn. Das macht dem eigentlich so gut wie gar nichts. Ich glaube, Finn kann ich hier vorne auch angreifen lassen. Du kannst nochmal deine Arcana herumschleudern. Dann machst du deinen Searing Slash. Und Cyclone Burst, weil wir schon dabei sind. Und wie gesagt, bis jetzt scheint der einfacher zu sein. Mist. Effekten hätte ich eher gebraucht. Ground Crusher, ja, ja. Ist okay. Ah, Finn hat es leider interrupted. Browning Barrage, nochmal ein Searing Slash. Kriegst auch eine Meditation dafür. Ja, das war auch wieder nichts hier. Ground Crusher. Die beiden Ladies da hinten, die müssen leider ziemlich einstecken. Hat er sie auch noch unterbrochen. Meditation auf Aria, die hat nämlich keine. Ein paar mehr. Ground Crusher könnte der echt mal sein lassen. Der Angriff zieht nämlich ordentlich. Haben so viele Lebenspunkte, ey, das ist ätzend. So, Searing Slash und dann noch eine Meditation auf die selber. Oh. Ja, ist okay. Okay, so langsam könnte der echt mal einen anderen Angriff machen. Browning Barrage. Searing Slash. Und dann einmal so eine Heilung für Aria. Na, macht er wieder seinen Ground Crusher. Earth Spike, ja, genauso scheiße. Wer haut die Verteidigung so runter von denen? Irgendwie gar nicht mal so geil. So, dann Meditation für Finn wieder. Kann er jetzt einmal einfach wieder nur einen normalen Angriff machen. Ja, sehr schön. Aria wieder so ein bisschen regenerieren kann. Haut ihm auch die ganze Zeit Vitalität eigentlich runter. Morning Barrage, er macht mal deine Arcana. Dann gibt es noch eine Meditation für sie. Er macht halt keine Statuseffekte, er darf, also ist auf Verteidigung runter. War jetzt nicht irgendwie Stille oder so. Na komm, nimm das. Jetzt haben wir uns gut wieder in die Richtung geheilt. Searing Slash und Meditation für dich. Ich sollte mit Finn mal gleich vergleichen, ob der mehr Schaden macht, wenn ich einfach so mit dem angreife. Earthpikes, war ja wieder klar. 2150. Regeneration haben sie alle gerade wieder. Dann mal Drowning Barrage nochmal, normalen Angriff. Du tauscht einmal kurz mit Skat hier, damit sie mal eine ordentliche Heilung hier auf
Aria casten kann. Es fehlt Eris noch, diese erhöhten Stufen. Perfekt. Sehr schön. Oh. Kann er mit dem... Okay, 134. Okay, das macht gar keinen Schaden. Gut zu wissen. An deine Arcana wieder. Searing Slash. Und dann kann Eris nochmal kommen. Achso, sie hat ja die Arcana, genau. Ah, Mann. Ne, Arcanas verkacke ich gerade. Earth Spike. Ja, wissen wir Bescheid. Verfehlt. Finn, was kannst du eigentlich? Bin gerade am Überlegen. Es macht fast mehr Sinn. Wenn sie nach vorne geht, ne? Dürfte sie zumindest Earthspike nicht mehr so treffen. Founding Barrage. Ne, nicht changen. Bewegt sich da an ein Feld zur Seite. Macht den Searing Slash. Du bewegst dich dann in die Mitte. Gibst Aria ihre Meditation. Mal schauen, ob das aufgeht. Vielleicht habe ich mich ja ordentlich verrechnet. Earth Spike. Gut, jetzt macht er die hier vorne, ne, dass sie die bekommt. So, Drowning Barrage. Searing Slash. Du tauschst noch einmal mit Skatia, damit sie ihr Dingens wieder heilen kann. Dann kann Eris gleich bei sich mal die Meditation auffrischen. Ja, das ist nicht so schlimm. Das heilt die gleich ordentlich weg. 2135. Nochmal dasselbe Programm. Dann Eris einmal wieder rein. Regeneration für die gute Dame. Genau. Oh, jetzt kriegt Eris das ab. Das ist mir war gerade relativ schnuppe. Wir kriegen den relativ gut runter. Das gefällt mir schon mal. Meditation auf Finn. Obwohl der die eigentlich fast echt nicht braucht. Der kommt hier mega gut durch. Earthspike da hinten nur auf sie. Jetzt hat er es aber ordentlich auf sie abgesehen. Fällt mir natürlich nicht so gut. Sie macht schon ordentlich mehr Schaden, wenn sie hier vorne steht. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Ah, verdammt. Gut, das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Brown Crusher. Ja, der ist leider echt ätzend, der Angriff. Searing Slash. Haben alle Regeneration, ja. Searing Slash und dann mach mal eine Heilung auf dich selber. Sicher ist sicher. Und dafür Earth Spike, ja, ja, auf die zwei. Ziemlich gemein. Okay, Finn kann die Arcana wieder nutzen. Machen wir auch direkt. Gibt auch dann wieder eine Meditation für sie. Sie hatte nämlich aus irgendeinem Grund wieder keine. Nein! Verdammt. Das wäre gerade wichtig gewesen. Genau, obwohl bei ihm macht das so den Unterschied. Earth Spike da hinten, naja. Ist okay. Arcana bei ihr. Immerhin Meditation für Finn mal wieder da vorne. Der Kampf geht ja ziemlich nach Schema F. Aber er läuft dafür.
Bis jetzt, ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber bis jetzt der einfachste von den legendären 5. Earthspike, ja, ja. Meine Angriffe sind schon ätzend von dem, das muss man echt sagen. Burning Barrage. Meditation für sie. Wie gesagt, so ein Upgrade für die Meditation. Das wäre echt mal das, was wir bräuchten. Okay, so langsam wird es ein bisschen ätzen. Alle haben eine Regeneration, das ist sehr gut. Dann kann nämlich einmal wieder Skat herkommen. Und Aria hochheilen. Mal kurz ein bisschen Unterstützung von Skat hier beim Heilen und dann war es das hier echt. Eigentlich schön angenehm. Ah doch. Der macht nicht irgendwie vergiften oder silenced irgendwen. Das ist echt schön. Kannst direkt wieder tauschen mit Eris. Sie brauchen hier auch eine neue Meditation. Nein, verdammt. Ah, okay, das hat hier nichts mehr. Earthspike schon wieder. Also so langsam übertreibt das aber auch mit denen. Das kann man jetzt einfach mal sagen, wie es ist. Searing Slash. Ich könnte bei Finn echt die Meditation weglassen, ne? Würde ich mir eigentlich eine Runde sparen. Ich bin am überlegen. Ground Crusher. Das reicht jetzt auch so langsam mal. Ja. Du müsstest jetzt gerade einmal verteidigen, diese Runde. Ah, verdammt. Nein. Ground Crusher. Ja, das hat noch so gereicht. So, dann Drowning Barrage wieder. Du tauschst mit Skatia, das kennen wir ja schon, das Spielchen. Skatia halt einmal richtig hoch. Ground Crusher, ja, es reicht. Lass dir mal einen anderen Angriff einfallen, das wäre mal schön. Swing Slash, dann tausche ich nochmal mit ihr. Meditation für dich selber. Ja, okay, das ist in Ordnung noch. Fehl. Willst du eigentlich? Ich lasse jetzt echt mal für Finn die Meditation weg. Weil ich kann ihn dann auch so irgendwie hochhalten. Dann tauschst du bitte nochmal einmal mit Skat hier. Die kann sie nochmal heilen. Weil Finn ist hier nie ernsthaft im Bredouille, was die Lebenspunkte angeht, dem macht der Earthspike nicht so viel. Aber bei den Arcanas will ich auch einfach kein Perfekt schaffen. Okay, 500 Irnwatscher. Macht der da? Dann sollte ich doch vielleicht wieder draufklatschen, aber erstmal Aria. Genau. Perfekt, sehr schön. Ja, die hilft bei Finn natürlich besser, weil er mehr Lebenspunkte hat. So, Searing Slash. Dann kann er auch wieder seine Meditation kriegen, ist okay. Mensch. Ground Crusher, ja, ja. Kann es nicht mehr so wirklich sehen. Interrupted Finn halt immer, das ist echt ätzend.
Meditation auf dich. Nee. Ah, perfekt, sehr schön. Dann machen wir mehr einzelne Angriffe gegen Finn. Alles in Ordnung. War aber echt eine dumme Entscheidung, da einmal zu sagen, ich lasse die Regeneration weg. Komm, mach einmal auch deinen Cyclone Burst. Im Moment geht's ja mit den Lebensenergien von den Leuten. Ja, sehr schön. Nimm das. Ja, sehr gut. Earth Spike, ist ja klar. Anderes kann der auch nicht. 3000 Ödenwatt. Sehr schön. Nee, keine normale Attacke. Aria fehlt's wieder an der nötigen Meditation. Das ist aber mittlerweile einfacher. Das ist schon wieder ätzend, ne? Verteidige mal lieber wieder, glaube ich, ein paar Runden mit ihr. Guard. Unsewing Slash. Meditation für ihn. Oh, sehr schön. Earth Spike, ja, das war bitter nötig, dass sie da perfekt blockt. Komm, noch einmal. Guard. Unsewing Slash. Und du kannst auch nochmal eine Meditation auf dich drauf knallen. Ja, super. Ground Crusher. Ist okay, macht hier nichts. So sollte es doch sein. Searing Slash. Cyclone Burst. Einfach nur so. Ah, immerhin auch mal mit ihr eine perfekte Arcana. Nee, das hat nicht geklappt. Das auch nicht. Earth Spike. Ja, mach doch auf sie. Eris da hinten juckt das eigentlich auch gar nicht mal so viel. Cyclone Burst. Oh, verfehlt. Kann es denn sein, dass du dumm bist? Dann Meditation nochmal auf sie. Sie hat nämlich wieder keine. Ah, verdammt. Streiken sie wieder. Interrupted. Ja, natürlich. Unterbrechen lässt der Finn sich immer gerne. Darf aber trotzdem mal wieder meditieren. Ich muss mal wieder die eine oder andere Runde mit ihr verteidigen. Zweimal perfekt. Sehr schön. Earth Spike. Ist ja klar. 1900 irgendwas. Ja, aber der ist schon einfacher. Okay. Guard. Dann Searing Slash und eine Meditation für dich. Ah, verdammt. Hat leider nicht geklappt. Er greift aber zum Glück nur ihn an. Dann verteidige du doch nochmal. Du machst einen Searing Slash. Und einmal wieder Skat hier zum Heilen vorbei. Mist. Das wäre jetzt schön gewesen. Earth Spike, ja, ja. Macht jetzt zum Glück nicht mehr so viel Schaden. Den haben wir gleich klein. Ne, nicht Aqua Volley, Drowning Barrage, reicht. An der Arcana. Und Eris rein hier. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer, der Typ. Ist jetzt mal der leichteste von den legendären 5. Mhm.
Drowning Barrage. So ein Slash und Meditation für ihn. Ich glaube, in der Reihenfolge waren die Leute auch gedacht zu machen. Also, so wie man es auch von den Anfangsgebieten machen würde. Weil dahingehend werden die auch immer schwerer, habe ich das Gefühl. Meditation? Oder hätte ich jetzt nochmal irgendwie rasten sollen? Nee, ne? Geht auch so. Zweimal perfekt, das müsste jetzt eigentlich... Na, es könnte reichen. Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, der war echt am leichtesten. Reicht auch nur für zwei Level-Ups, was der gibt. Nämlich einmal bei Eris. Die kriegt zweimal Intelligenz hoch. Oh. Kajel Agilität 50 war mein Ziel, ne? Genau. Ist auch mal 2 hoch. Wie gesagt, wenn ich merke, dass Gegner zu viel Schaden machen, muss ich echt mal mehr mit Dingens arbeiten. Verteidigen. So, raus aus der Ras. Der Seite hat mich nämlich ordentlich genervt. Wo ging's denn nach Shapur? Ach, Dunabad. Bin ich auch direkt hier. Dunabad Cave. Dann machen wir es uns doch ganz einfach. Harbor Entrance. Konnte man hier rasten? Nee, nicht ganz. Dann beim Sea Market. Nee, auch nicht. Lighthouse Point oder so dann? Oder bei den Docks? Ich will eigentlich nur kurz AP auf... Ah, bei den Docks. Und dann können wir direkt nahtlos in den nächsten der legendären 5 stolpern. Den werden wir diese Folge ganz bestimmt nicht mehr besiegen. Das ist aber auch total egal. Weil, das ist gar nicht mal mein Anspruch. Weil, ja, wir können auch im Kampf diesmal schneiden. Das ist jetzt eigentlich nicht so das Problem. Ich weiß, das war jetzt bestimmt nicht so die spannendsten Folgen. Ich weiß es nicht. Für manche ist sowas ja spannend, für die anderen wiederum nicht. Oder habe ich jetzt irgendeinen vergessen? So, Ra's Desert haben wir. Dunabad Cave haben wir nicht. Ushua Tree haben wir, Belfast Dungeon haben wir und Dingens hier haben wir. Ja, dann auf. Ich hoffe, der ist nicht allzu versteckt, weil ich weiß noch, den Dungeon mochte ich gar nicht. So viel weiß ich noch. Komm, hier einmal. Oder eine Sie. Dieses Mal ist es ja eine Sie. Bleiben mal in der Formation. Hier die ganzen Toten hier deuten jetzt mal nix. Naja, immerhin kann man hier von den Gegnern noch einigermaßen gut weglaufen. Wo könnte die denn wohl sein? Gerade ein bisschen das Problem. Jetzt einfach mal mit hier oben. Vielleicht stimmt das ja. Okay. Warte, geh nochmal dahin. Da ist auch ein komisches Händlervieh. Das ignoriere ich jetzt aber mal. Nee, sieht bis jetzt nicht allzu gut aus. Aber lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Danke. Manchmal hören sie auch auf einen. Der war so groß, der Dungeon. Ne, hier ist sie nicht. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal hier durch, ohne zu kämpfen. Ah, sieht gut aus.
einfacher als in der Rahas Desert, wo die einen dauernd anspringen. Dann vielleicht doch den anderen Weg. Ich weiß halt nie, wie die aussehen sollen. Das wäre mal ganz schön, wenn man so ein Bildchen dabei gehabt hätte. Lass mich in Ruhe, kriegst mich eh nicht. Ich sehe schon, was es sein wird, aber was ist das hier vorne eigentlich? Das sieht auch irgendwie wichtig aus. Braucht man bestimmt schon. Ach, aber diese Krakenmonster sind das. Oh, die machen so viel Statuseffekte. Oh, das ist nicht so gut. Looks like this will be one exciting fight. You sure are pumped up, Kaya? Get ready. Die machen doch hier Confuse und so einen Kack. Das könnte, glaube ich, nochmal richtig ätzend werden. Weak gegen Slash, Resist gegen Impact. Move mal nach hinten. Hier will ich erstmal die sichere Variante fahren. Dann gehst du nochmal einen zur Seite. Machst eine Meditation erstmal auf Finn. Der bewegt sich dann mal nach vorne und verteidigt erstmal. Das mache ich eigentlich nicht sofort mit meiner Arcana, weil ich doof bin, ne? Wie immer, Drowning Barrage. Macht gar keinen Schaden. Hypnotize. Das ist schlecht. Dann brauche ich, nehme ich Skatia zum Heilen einfach mit nach vorne, genau. Machst du dir einfach eine Meditation? Du machst jetzt auch einfach mal deine Arcana. Ich sage, ätzend ist eigentlich nur, dass sie confusen können. Die macht bestimmt auch keinen Schaden. Es geht nicht das, was man unbedingt von Aria gewohnt ist. Aber vielleicht macht er dafür umso mehr Schaden mal. Terrorball. Vier ist mir scheißegal. Problem ist nur, der macht Schaden. Aber ist egal, dann nehmen wir Skatia mit rein. Die kann nämlich dann gegenheilen noch bei Angriffen. Kriegt von ihr dann auch nochmal eine Regeneration. Und dann würde ich sagen, greift Finn einfach so an. Das war knapp. Er fehlt. Na super. So. Muss keinen mehr nachheilen. Dann kannst du einmal einen Schritt nach vorne gehen. Oh, ist eigentlich egal. Deine Arcana kurz machen. Du musst einfach Cyclone Burst. Und du greifst an. Perfekt, sehr schön. Dragonsbane. Nimm dies. Ich habe nicht gesehen, wie viel Schaden sie macht. Ah, auch gar nicht mal so viel. 854. Hypnotize. Silence. Oh, Silence ist nicht so gut. Der ist ja sowas von... Okay, gegen Grimoires ist der absolut... stark. Das ist ein bisschen scheiße, weil... Naja. Dann soll es wohl so sein. Dann versuche ich mal eher, den zu paralysieren sonst. Nee, du musst... Ah, ich bin ein bisschen blöd. Er kommt dann gerade einfach. Moderate Meditation auf ihn. Und Angriff. Sehr schön, Reflekt. Geblockt, sehr schön. Auch rein. Aber sie kann eigentlich auch. Weißt du was? Sie bewegt sich auch nach vorne und greift damit an. Dann bewegst du dich in die Mitte. Was
teilst weiter deine Meditation. Was anderes kannst du eigentlich eh nicht machen. Du bewegst dich nach da und greifst auch einfach an. Zack. Sehr schön. Irgendwas. Hypnotize. Alles Silence. Ja. Gefällt mir das jetzt auf irgendeine Art und Weise? Nein. Naja, egal. Der macht ja nicht viel Schaden. Interrupted. Oh, sehr schön. So, machen wir noch irgendwie weiter eine Attacke. Perfekt, sehr schön. So. Nochmal interrupted. Ja, Arisat ist eigentlich Tropfen auf einen heißen Stein. Die kann sich eigentlich hinten mal gegen Aris austauschen lassen, solange wir alle noch gesilenced sind. Gegen Aria meine ich. Perfekt. Dreimal perfekt. Okay, ich muss echt eigentlich nochmal zurücknehmen, was ich gesagt habe. Ah, sehr schön. Sie kann nochmal tauschen mit Aris. Dann gibt es einmal wieder Meditation. Und Narkana. Ich glaube, der ist doch eher der Schwächste. Weil er macht immerhin keinen Confuse oder sowas. Nein, verdammt. Das wäre jetzt echt cool gewesen, wenn die perfekt geworden. Naja. Was will man machen? Ah, verfehlt. Scheiße. Hypnotize. Ja. Confused und silenced. Ist ja klar. Zum notfalligen Nachheilen habe ich aber immer noch auch Skat, ja. Perfekt. Sehr schön. Das Gute ist, der lässt sich interrupten. Hat er jetzt gerade natürlich nicht. Hypnotize nochmal. Ah, nochmal gesilenced hier. Also was, so lange kann wieder Aria rein. Die muss man eigentlich, glaube ich, nur schnell fertig machen. Solange das der Fall ist. Geht's eigentlich? Sie kann ihre Arcana wieder machen, das ist sehr schön. Greif's nochmal an. Nein! Oh, Mist. Nimm das, so blödes Ekelviech. Ich meine, komm, das ist ja wirklich alles andere als süß. So. Sehr schön. Interrupten tun wir leider nicht mal. Terror Ball. Haut ordentlich Schaden rein. Ne? Das finde ich jetzt natürlich super. Also was, sie kann sich... Ah, Aris ist nicht mehr gesilenced. Kann Aris mal wieder Meditation raushauen erstmal, bevor sie wieder gesilenced wird. Und danach kann eigentlich Kayel rein. Also wir brauchen gar nicht mal irgendwen für die Frontlinien. Hypnotize, ja, ja. Ich meine, schaut es euch an. Viel Schaden macht das echt nicht, das Viech. Zack. Zweimal perfekt. Ja, 400 Schaden für sie. Den normalen Angriff macht er halt fast so gut wie nie, ne? Change mal mit Kayel. Der kann sich auch einen Schritt nach vorne bewegen. Erstmal seine Arcane raushauen. Ist nämlich eigentlich auch ziemlich gut. Nein! Verdammt. Ah, okay. So.
Den Rest von dem Viech machen wir aber in der nächsten Folge. Deswegen bis gleich, wir sind wieder heiß. Let's play Le Grand Legacy und bis dahin macht's gut.